Ja, hallo erstmal. Klasse. Die denken wir durch, bin 1,90. Und stellen das Mikro natürlich extra so hoch. Ich möchte euch erstmal herzlich begrüßen hier auf dem Weißenfelser Markt. Heute ist der 7. April. Weihnachten ist nicht mehr so weit, da oben hängt noch der Weihnachtsmann am Fenster. Also bereitet euch wieder auf geiles Wetter vor. Natürlich sind wir dazu angeregt worden, im Vorfeld ein paar Sachen bekannt zu geben. Und zwar die sogenannten Verhaltensregeln. Wir werden im Anschluss einen Autokurs durch Weißenfels machen. Und ich gehe davon aus, dass die Fahrzeugführer alle im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sind, dass sie nüchtern sind, dass sie nicht während der Fahrt mit dem Handy telefonieren, bei dem Corso generell Überholverbot, es ist auch zu eurer Sicherheit, die Polizei wird das dementsprechend absperren. Wir fahren ausschließlich auf der rechten Straßenseite, also quasi auf der rechten Fahrspur. Bitte lasst keine größeren Lücken, dass wir als Corso, als Konvoi erkennbar sind für andere Verkehrsteilnehmer. Sollte sich doch jemand reindrängeln, provoziert nicht, lasst sie rein, dann zählen sie als Teilnehmer. Die werden sicherlich Spaß haben. Während des Corsos werden wir die roten Ampeln überfahren, natürlich abgesichert. Sollte trotzdem jemand versuchen, sein Recht zu erwirken, provoziert nicht, lasst sie rein. So, eure Fahrzeuge haben hoffentlich alle TÜV. Also, ich gehe davon aus, dass alle Fahrzeuge TÜV haben. Kennzeichen sollten schon erkennbar sein. Und jetzt mein Lieblingssatz. Das dauerhafte Hupen ist verboten. Ihr kennt mich, ich nehme natürlich jedes Wort gern auseinander. Was bedeutet dauerhaft? Laut Wikipedia, laut Google ist das durchweg, durchgehend, unendlich. Also, wenn ihr drauf drückt und die mal nach 2-3 Sekunden wieder loslasst und erneut drauf drückt, mit einer kleinen Pause, ist das kein dauerhaftes Hupen. Naja, bei der Masse, es hört sich dauerhaft an, aber es ist nicht dauerhaft. Seid ihr einverstanden damit? Dennoch habe ich eine kleine Bitte. Unser Weg wird am Weißenfelser Krankenhaus vorbeiführen. Ich möchte euch bitten, in diesem Abschnitt von der Abzweigung Kirschweg-Naumburger Straße bis Höhe, ich sage mal Krug, nicht zu huben. Ganz einfach, um dort die Ruhe zu gewähren. Seid ihr damit auch einverstanden? Sollten wir an ein Altersheim vorbeikommen, ich glaube auch, wir kommen an keins vorbei. Natürlich sollten wir dort auch nicht unbedingt permanent hupen. Ältere Leute brauchen ihren Schönheitsschlaf und wollen da auch nicht belästigt werden. Aber ansonsten, ich sag mal, wir müssen ja zumindest zeigen, wir sind viele und das sollten wir auch zeigen. Wir sollten aber auch höflich den Menschen gegenübertreten und höflich sein. Und nicht jeder, der uns den Stinkefinger zeigt, dem müssen wir den Finger nicht zurückzeigen. Nein, weil wir haben mehr Anstand. Einverstanden? Ich glaube, ihr macht denen eine wesentlich größere Freude bei so einem Fall, wenn ihr sie noch freundlich begrüßt, ihnen freundlich zuwinkt und ihnen ein schönes Lächeln schenkt. So, jetzt haben wir noch eine kleine Sache, die möchten wir vorab noch euch bekannt geben.
Und das macht aber jetzt die Yvonne, weil das ist eine Sache, die doch schon recht traurig ist. Aber man sollte jemanden gedenken. Falls ihr das alle mitgekriegt habt, ist am 11. März unser Wolfgang von uns gegangen und wir waren am Freitag auf die Beerdigung. Und ich würde es toll finden, wenn wir hier nochmal eine Schweigeminute für ihn einlegen und an ihn gedenken. Und wenn wir heute den Autokorso fahren, jeder vielleicht nochmal eine Extrahupe nur für Wolfgang nach oben schiebt, würde ich mich freuen. Dankeschön. So, Chris wieder hoch. Ja, die will mich nur in Aktion sehen. So. Thema ist ernst nach wie vor. Und ich muss sagen, ich freue mich, dass ich hier so viele Flaggen sehe und vor allen Dingen, dass ich hier so viele Deutschlandfahnen sehen. Also wenn hier noch jemand wählen möchte, wir haben hier noch ein paar Fahnen, die können wir gegen ein kleines Entgelt rausgeben. Noch eine kleine Sache, wir haben so eine kleine Glücksbringer fürs Auto, kleine Würmchen. Ne? Da geht so eine Dame rum, die verteilt die auch gerne. Guckt sie euch einfach mal an. Und vielleicht ist das ein kleiner Glücksbringer für euer Auto. Aber das soll keine Werbeveranstaltung sein, sondern nur ein kleiner Hinweis, dass wir miteinander verbunden sind. Denn ich winke jeden zu, dass er ein Würmchen im Auto hat. Flatterbänder tun die komischerweise alle abreißen. So, wo fange ich an, wo höre ich auf? Ich mache es jetzt mal ganz kurz. Ich liebe fahren. Ich liebe Deutschland fahren. Ich liebe es, wenn die Leute, die Menschen sich verbunden fühlen mit ihrer Heimat. Obwohl ja Heimatliebe auch schon ganz verpönt ist in den Medien. Ich liebe meine Heimat trotzdem. Erzählt das mal ein Italiener, dass der seine italienische Fahne verstecken soll. Also da möchte ich mal echt dabei sein. Erzählt mal das einem Italiener. Ich glaube, so schnell könnt ihr nicht rennen, wie der Italiener mit der Fahne hinter euch herrennt und euch den Arsch versohlt. Also seid stolz auf eure Flagge! So, und jetzt hole ich erst einmal die Susi hier ran. Susi! Komm mal ran, du hast doch auch irgendwas auf den Herzen. Guten Tag zusammen. Warum wir alle hier sind, brauche ich keinem wirklich zu erklären. Ich möchte hier Ihren Blick auf zwei Themen lenken, die uns alle betreffen und doch nur wenige im Blick haben, da ja die öffentlich-rechtlichen Medien darüber nicht berichten. Eine kurze Vorgeschichte. Nachdem China im Jahr 1950 in Tibet einmarschiert war und massenweise Chinesen in das besetzte Land übersiedelten und so weiter, kam der Bundestag zu dem Entschluss, dass eine Massenzuwanderung einem Genozid an der angestammten Bevölkerung gleichkommt. Mit der Bundestagsentschließung 13.4445 vom 23.04.1996 verurteilt die Bundesrepublik die chinesische Zuwanderungspolitik, weil dadurch die tibetische Identität zerstört wird, was nicht anderes als ein Völkermord ist. Jetzt lasst uns mal nachdenken, was gerade hier in Deutschland geschieht. Kennen Sie die offiziellen Zahlen für die Zuwanderung in unserem Land? In der Zeit von 2012 bis 2021 sind jährlich zwischen 1 und 2 Millionen
Menschen in unser Land gekommen. Das macht bis 2021 ca. 15 Millionen. Und das sind nur die offiziellen Zahlen. Da sind auch noch keine Ukrainer mit eingerechnet. Wie war das gerade mit der Zerstörung der Identität und Völkermord? Aber das war ja in Tibet. Das liegt bestimmt hunderttausende Kilometer weit weg. Diese Regierung zerstört unsere Kultur, unsere Werte, unsere Industrie und Landwirtschaft und somit unser Deutschland. Jedes Jahr werden 20.000 Messerangriffe in Deutschland registriert. Doch wo ist der Aufschrei der Medien? Jeden Tag gibt es hier in Deutschland 2 Massenvergewaltigungen. Wo ist der Aufschrei der Medien? Verdammt nochmal, wehrt euch endlich! Steht mit uns auf gegen diese korrupte Politik und die heuchlerischen Medien. Wir sind das Volk. Und alle, die im sogenannten Staatsdienst sind, werden von unseren Steuergeldern bezahlt. Schützt endlich unser Land, dem ihr dient. Kommen wir mal zur WHO. Wissen Sie, was WHO bedeutet? Sie bezeichnen sich als Weltgesundheitsorganisation. Da schauen Sie sich diese sogenannte Organisation mal genauer an. Wissen Sie, dass die WHO eine privat finanzierte Organisation ist, die große Pläne hat? Ein Verlag hat das mal so zusammengefasst. Ich zitiere: Die dunklen Pläne der WHO, permanente Pandemien, Impfzwang und totale Überwachung, Lockdowns, Ausgangssperren, Kontaktverbote, Schul- und Geschäftsschließungen, Masken- und Testzwang, Quarantäne und Impfdruck. All das ist nichts gegenüber den Plänen, die die WHO noch in diesem Jahr beschließen will. Hinter verschlossenen Türen und vor der breiten Öffentlichkeit verborgen werden düstere Pläne für eine globale Gesundheitsdiktatur geschmiedet. So soll die WHO fast grenzenlos neue Pandemien und damit ein medizinisches Kriegsrecht ausrufen und Tests, Zwangsimpfungen sowie verpflichtende Medikamenteneinnahmen anordnen können. Gleichzeitig soll ein globales Bio-Überwachungssystem durch Testungen, Quarantäne und weitere Maßnahmen in Kraft treten. Ungeimpfte sollen künftig sogar als krank deklariert werden. Zitat Ende. In einem Artikel des kalifornischen Forschers und Journalisten James Roguski heißt es dazu, Zitat: Die Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen handelt im Geheimen über eine Reihe von Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften, die für die internationale Reisende eine invasive Test-, Impf- und Quarantäneregime einführen will. Das gilt für international Reisende, nicht für Migranten, die illegal irgendwo einreisen. Dies ist keine medizinische Beratung oder dergleichen. Es ist ein Gedankenanstoß. Ein Mann, ein einziger Mann, der Chef der WHO, kann dann für die ganze Welt Entscheidungen treffen und die einzelnen Staaten haben kein Mitspracherecht mehr.
Sie glauben mir nicht? Dann schauen Sie im Internet oder auf den Seiten der WHO nach. Wann sagen wir endlich gemeinsam Stopp, bis hierher und nicht weiter? Wann ist es endlich genug? Wann hört dieser Wahnsinn endlich auf? Aber bevor ich mich noch in Rage rede, höre ich an dieser Stelle auf. Ich möchte zum Abschluss noch einmal auf die Eidesformel bei Amtsantritt aller Minister verweisen. Sie lautet in Kurzform und einfacher Sprache: Frieden, Freiheit, Wohlstand. An erster Stelle Deutschland. Und ganz kurz, am kommenden Freitag, also am 12.04.24, findet ab 17 Uhr auf dem Markt in Merseburg eine Demo mit Autokorso statt. Auch dort werden wir viele Themen, die unser Leben beeinflussen, ansprechen. Nur wenn wir zahlreich auf die Straßen gehen, können wir zeigen, dass wir mit dieser Politik der Regierungen, egal ob Bund oder Land, nicht mehr zufrieden sind. Tja, die Macht in der Hand eines einzelnen Menschen. Und das sage ich mir immer wieder, es ist wichtig, dass wir es endlich schaffen, eine Machtbegrenzung zu schaffen. Denn die Macht muss immer von dem Volk ausgehen. Immer. Und damit möchte ich unseren Gastredner heraufbitten. Er wird sich selber vorstellen. Und ich wünsche euch viel Spaß. Ja, erstmal hallo an alle. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Clark Kent, ich arbeite als Journalist für den Daily Planet. Und wer mich kennt, der weiß, ich komme rum. Aber ich möchte, bevor ich hier anfange zu reden, um Entschuldigung bitten. Ich möchte um Entschuldigung bitten für meine Kollegen, die ihren Job nicht machen. Und das sind die meisten Journalisten, gerade die, die für die Öffentlich-Rechtlichen arbeiten. Jungs, das ist nicht euer Job. Euer Job ist, anständig zu berichten. Das, was ihr macht, ist kein Journalismus. Und das muss gesagt werden. Ich hatte mal einen guten Kollegen, der hat anständig berichtet. Und sein Name ist Julian Assange. Und weil er anständig berichtet hat, sitzt er jetzt im Hochsicherheitsgefängnis in Belmarsh. Immer noch, obwohl er nur seine Arbeit gemacht hat. Was ist das hier für eine Welt, in der Journalisten ihren Job nicht machen können? Dabei, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, dabei gibt es den Pressekodex und der besagt ganz klar, was ein Journalist machen darf und was nicht. Und ich würde jedem mal empfehlen, druckt euch den mal aus und wenn ihr mal die Tagesschau guckt, dann achtet mal darauf, wie oft sie nicht das tun, was da draufsteht und wie oft sie was dagegen machen, gerade wenn es um politische Sachen geht. Und da möchte ich auch einmal darauf verweisen, was gerade in letzter Zeit passiert ist. Und viele Leute, die da draußen stehen, vielleicht auch die Polizei oder auch das Ordnungsamt, die wissen das nicht. Aber in Amerika ist es so, dass die letzten 4 Jahre nochmal aufgearbeitet wurden und der oberste Gerichtshof hat gesagt, dass alles das, was mit der Pandemie zu tun hat, dass das Schwachsinn war und dass das wieder rückgängig gemacht werden sollte. Ich frage mich, wo in Deutschland wird das aufgearbeitet? Und es tut mir für die Leute leid, die mitgefiebert haben, die dafür gekämpft haben, dass sie gesagt haben, ich versuche doch nur ein netter Mensch zu sein. Ich halte mich an die Maßnahmen, ich halte mich an die Regeln, weil ich denke, dass wir tatsächlich Menschen schützen. Und ja, es tut mir leid für die Menschen. Warum?
weil es die Journalisten waren, die nicht recherchiert haben. Hätten die Journalisten anständig recherchiert, dann hätten sie auch herausgefunden, dass das, was das RKI macht, Blödsinn ist. Beziehungsweise das RKI hat das ja noch nicht mal gemacht. Es sind die RKI-Files rausgekommen und die zeigen ganz klar, dass es keine Notwendigkeit war, die Leute von der Straße zu holen. Die Lockdowns waren nicht in Ordnung, nicht wissenschaftlich. Aber wir kennen das Ganze. Die Beamten, oder viele, bitte nicht alle, aber viele Beamten machen ja nur ihren Job. Es sind Gesetze, es sind Regeln, an die man sich halten muss. Und ihr wisst ja, diese Regeln, da muss man sich halten, ganz egal. Man darf die Regeln nicht hinterfragen. Das hatten wir schon mal. Das hatten wir schon mal und wir hatten auch noch eine Sache schon mal. Wir hatten schon mal, dass die Menschen gegeneinander aufgehetzt wurden. Wir hatten das schon mal, dass die Menschen andere Länder überfallen haben. Und das ist das, was wir auch heute machen. Und da frage ich noch einmal die Journalisten, wo seid ihr, dass ihr darüber berichtet? Was ist los in diesem Land, dass Leute, die in ihrer privaten Zeit besser recherchieren als alle anderen, das kann doch nicht sein. Auch gerade jetzt im Moment, werden Leute immer noch verklagt, weil sie keine Maske getragen haben. Gerade jetzt werden Leute immer noch verklagt, weil sie eine Sache gesagt haben, was eigentlich Aufgabe der Journalisten gewesen wäre. Und das ist die Aufklärung, zum Beispiel, was der Nürnberger Kodex ist. Die meisten Leute wissen gar nicht, was ist der Nürnberger Kodex. Da frage ich auch hier die Leute, die hier arbeiten, wisst ihr, was der Nürnberger Kodex sagt? Der Nürnberger Kodex besagt, dass man keine Tests, keine Versuche an Menschen machen darf. Und es ist ganz offiziell, die Impfungen, die rausgegeben wurden, das waren Versuchsmedikamente, die waren noch nicht endgültig draußen. Sie hatten keine offizielle Zulassung. Wieso hat man nicht auf den Nürnberger Kodex geachtet? Und wo sind die ganzen Anwälte? Wo ist die Polizei? Wo sind die ganzen Leute, die offiziell für die Menschen hier arbeiten? Wo sind die und wo ist der Aufschrei? Und wo sind meine Kollegen? Aber das Spiel hat ja hier nicht geendet. Jetzt machen die Journalisten den nächsten Fehler. Ihr wisst ja, was passiert. Wisst ihr eigentlich, was Propaganda ist? Ist auch interessant für euch. Propaganda, das neue Wort für Propaganda, das nennt sich Framing. Was ist Framing? Framing ist, ich gebe euch eine Idee, die in eurem Kopf drin ist. Und ich setze den Rahmen, in dem ihr denken dürft. Und das bestimme ich. Das Problem, was ich habe, ist, wenn ich jetzt sage, wie geht's dir? Dann kannst du sagen, oh, mir tut der Rücken weh, mir geht's gut, mir geht's schlecht. Ach, gestern, weißt du. Das sind ohne Ende Antworten, mit denen kann ich nichts anfangen. Als Stratege und als Psychologe muss ich euch in eine Richtung bringen. Entweder seid ihr dafür oder dagegen. Und damit kann ich zwei Strategien machen. Ich kann eine Strategie dafür und dagegen machen. So, und was machen die Leute jetzt? Sie holen Leute raus aus dem Ausland, bringen sie nach Deutschland. Und ich bin nicht gegen die Migration, muss ich ganz ehrlich sagen. Jeder darf machen, was er will. Ich bin nicht gegen die Migration, ich persönlich. Darf jeder machen, wie er will. Aber eine Sache bin ich dagegen. Die Migranten, die anständig sind, die ehrenamtlich in Krankenhäusern arbeiten, die werden wieder zurückgeschickt, auch wenn dort Krieg herrscht. Das kann nicht sein. Und die sich hier daneben benehmen, die bleiben hier und die werden freigelassen. Das sind Sachen, die dürfen nicht passieren. Und ich kenne genug Polizisten, weil ich arbeite mit denen zusammen, gerade als Journalist. Und ich weiß, dass die Polizisten mir sagen, das ist kein Scherz, das sagen sie mir tatsächlich, boah, neulich musste ich jemanden, da hat er drei Tage hintereinander, hat er gestohlen und ich musste ihn gehen lassen. Und dann sage ich, warum? Und dann sagt er, mein Chef hat gesagt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber in anderen Bundesländern ist das definitiv so, das ist kein Scherz. So, was ist also das Problem? Das Problem sind nicht die Leute, die Migranten.
Das Problem sind nicht die Leute, die ihren Job machen. Das Problem sind die Leute, die ihren Job nicht machen. Und im Grundgesetz steht drin, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und es ist die Aufgabe des Staates, sie mit aller Macht zu schützen. Aber als Journalist übertrete ich gerade meine Grenzen und deswegen muss ich habe irgendwie den Herd vergessen, ich muss gehen. Tschüss. Da muss wieder, es bleibt wieder an den Zwergen hängen. Es ist mir noch nie passiert, dass hier ein Redner pauschal einfach mal aufhört. Ja, ich war jetzt einfach nannt. Tja, was mache ich jetzt? Ich erzähle euch mal was, was mir vor einer anderthalb Woche, fast zwei Wochen passiert ist. Es war Ostermontag. Ich bin aufgestanden und sagte zu meinem Mann, Schatz, ich hatte einen total bescheidenen Traum. Da guckt er mich an und sagt, warum hast du schlecht geschlafen oder was war, hast du zu viel Sonne abgekriegt? Ich sage, nee. Ich hab von drei grünen Menschen geträumt. Von drei grünen Menschen, das war für mich bald der Horror. Sagt er, wie, außerirdisch oder wie? Ich sag, nein. Ich sag, die waren ganz komisch drauf. Ich sag, ich bin in die Stube gegangen, da schraubte einer bei mir an der Heizung rum, wollte die mitnehmen. Da habe ich den Kopf geschüttelt, geh in die Küche, Frühstück machen wollen. Da steht einer im Kühlschrank und frisst mir den Kühlschrank leer. Ich sage, Schatz, und dann bei uns im Esszimmer, da war einer, also was der Sprachfehler bei uns wollte, weiß ich auch noch nicht. Sagt er, alles klar, du bist in der Realität, das waren die Grünen, kannst du machen, was du willst, das ist Realität, das ist, naja, mehr wie ein Albtraum. Oi! Oi! Was ist jetzt los? Kaum habe ich hier von Außerirdischen gesprochen. Ach. Wollen wir einen Rauch lassen? Na? Gott? Danke sehr. Ja, erstmal hallo alle hier in Weißenfeld. Schön, dass ihr da seid und. Es ist leider ein trauriger Anlass, dass wir uns hier treffen. Denn momentan passiert etwas, was mich sehr traurig macht. Nicht nur hier in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt werden Menschen gegeneinander aufgehetzt. Zuerst fangen sie an mit einer Krankheit, die um sich greift. Und das immer krasser. Und wir haben eine Pandemie. Und ja, ihr könnt gerne zuhören, wir haben eine Pandemie. Eine Pandemie der Angst. Und diese Angst wird von euren eigenen Führern eurer Länder geschürt, anstatt dass sie die Menschen zusammenbringen, anstatt dass sie versuchen, Liebe und Miteinander, Feingefühl, Toleranz den Menschen beizubringen. Was machen sie? Sie lassen die Menschen gegeneinander kämpfen. Und zwar immer krasser. Das fängt an bei der Familie. Sie müssen Abstand halten. Sie müssen ihre Kinder wegschicken, Lockdowns. Kinder sind krank, aus positiv, ne? Der Test ist positiv, wird negativ. Positiv ist schlecht, wer positiv ist, der geht kaputt. Das macht die Menschen insgesamt innerlich kaputt. Aus dem Positiven wird Negatives, aus dem Negativen wird positiv. Egoismus ist gut. Was macht das mit den Menschen? Es stachelt sie auf. Sie lassen Leute hier rein, die anderen Menschen schädigen. Ich frage euch, in welchem Land ist das okay, dass man Menschen gegeneinander aufhetzt? Und ich frage euch, die Polizei, mit denen ich gerne zusammenarbeite, seit wann ist es in Ordnung, Menschen zu vergewaltigen? Und hier gibt es Regeln. Warum kommen diese Leute nicht ins Gefängnis? Was ist eure Aufgabe? Die Frage ist auch, was ist die Aufgabe des Ordnungsamts? Das Ordnungsamt, und das nicht nur hier in Deutschland, sondern überall. Es soll eigentlich für die Menschen da sein. Es soll den Menschen etwas ermöglichen. Ein Miteinander. Was ist das Ende? Wir haben den Abstand, den mussten wir halten. Wir haben die hohen Energiepreise, die nicht nur hier in Deutschland sind, sondern weltweit, wo die Menschen
kein Geld mehr haben, teilweise sich kein Essen leisten können. Und auch da können wir die Leute ganz vom Amt, ganz offiziell fragen. Es sind immer mehr Leute, die auf die Straße kommen, die sich nichts zu essen leisten können. Wie kann es sein, dass in einem so reichen Land wie hier die Menschen noch nicht mal essen können und nicht anständig leben können? Vor allen Dingen, was ist das für ein Armutszeugnis und was tut ihr euch selbst an? Dann wird der Hass gegen die Ausländer geschürt. Erstmal die Leute, die aus Kriegsgebieten hier hinkommen. Dann werden Geschenke verteilt. Die Geschenke wurden natürlich nicht verteilt. Es wurden keine Geschenke verteilt an die dritte Weltländer. Das nennt sich Korruption, was da gemacht wird. Die Leute wurden bezahlt dafür, dass sie bei einem Krieg mithelfen. Und dass ein Krieg stattfinden wird, das sehen wir nicht nur in der Ukraine. Das sehen wir auch in Israel, wo Menschen abgeschlachtet werden. Und das sehen wir auch beim Iran, wogegen gewettert wird. Und die nächsten Schritte werden kommen. Warum? Weil es um Macht geht. Weil es darum geht, Sachen zu etablieren. Und weil es darum geht, die Menschen zu spalten. Weil wenn die Menschen gespalten sind, dann halten sie nicht zusammen. Und aus diesem Grund bitte ich euch alle, lasst uns aufhören mit der Spaltung. Lasst uns anfangen, wieder miteinander und zusammen eine Welt formen, die wir uns wünschen. Und nicht die gegeneinander ist, sondern die miteinander ist. Ich wünschte, ihr könntet die Welt so sehen, wie ich sie sehe. Es gibt so schöne Stellen hier. Im Harz gibt es schöne Höhlen. Überall auf der Welt gibt es schöne Plätze. Die Menschen können so gut sein. Und auch in den Filmen sagt mein Vater immer, die Menschen haben das Potenzial, gut zu sein. Ihnen fehlt nur das Licht, was ihnen den Weg führt. Lasst uns zusammen das Licht sein. Lasst uns den Menschen zeigen, wie es geht. Hören wir auf, ihre Regeln zu befolgen. Das heißt nicht, dass wir gegen die Gesetze sind, sondern das heißt, dass wir gegen die Regeln sind, dass wir voneinander Angst haben. Lasst uns aufeinander zugehen. Lasst uns zusammen in die Arme nehmen. Und lasst uns zusammen Danke sagen. Denn das ist eines der wichtigsten Sachen. Und wir können damit anfangen, Danke zu sagen, indem ihr mal links und rechts um euch guckt und euch mal bei eurem Nachbarn bedankt und ihn umarmt. Denn das sind die Menschen, die mit euch auf der Straße sind. Das sind diese mutigen Menschen, die immer wieder zeigen, dass sie für Menschlichkeit da sind. Und ich bedanke mich bei jedem. Vielen Dank, dass ihr den Mut und die Kraft habt, immer wieder auf die Straße zu gehen und den neuen Menschen zu zeigen, wie es anständig oder wie es auch anders sein kann. Danke sehr. Auch die Kollegen, die hier sind, die Polizisten, die hier sind, auch die haben ein Dankeschön verdient. Warum? Weil sie über 4 Jahre lang uns begleiten und sehen, dass von uns keine Gefahr ausgeht. Im Gegenteil, wir sind friedlich, wir sind für Menschlichkeit und wir sind für Frieden hier. Die Frage ist, wofür sind die anderen, die nicht hier sind? Wisst ihr, ich habe mir angeguckt, was Krieg macht. Ich war in Griechenland und die haben mir erzählt, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Auch da wieder war es so, dass Deutschland, bitte nicht alle Menschen und auch nicht die Soldaten, nicht jeder war böse oder. Aber eine Sache, und das ist bei jedem... Bitte da vorne! So, also, noch einmal ganz kurz für alle. Es ist momentan zumindest nichts Schlimmes passiert. Und der Krankenwagen ist da. Auch einen schönen Dank, auch an die Leute, die hier hinkommen, auch gerade an die Rettungsdienste, die so viel in ihrer teilweise halt mit Überstunden, Freizeit und ähnliches. Danke dafür, dass ihr da seid. Danke, dass ihr die Leute abholt. Erstmal vielen Dank dafür. So, wo war ich stehen geblieben? Also, ich würde mir wünschen, dass ihr die Welt so seht, wie ich sie sehe. Denn diese Welt ist eigentlich schön. Diese Welt könnte eigentlich für alle Menschen etwas sein. Und ich bin weltweit unterwegs. Ich war in Uganda, ich war in Griechenland, ich war in Ungarn, ich war in Montenegro und viele andere Länder. Und überall, wo ich war, habe ich gesehen, wie die Leute fertig gemacht werden und warum.
Weil das System gegen die Menschlichkeit ist. Das System, worin wir leben, ist gegen die Menschlichkeit. Warum sage ich das? Wer von euch kennt alle Gesetze? Niemand. Wie könnt ihr in einem Land leben, wo ihr nicht alle Gesetze kennt? Und wenn ihr jetzt sagt, naja gut, ich bin ja jetzt kein Anwalt oder kein Richter. Dazu muss ich sagen, auch die Richter und die Anwälte kennen nicht alle Gesetze. Eigentlich gibt es keinen in diesem Land, der alle Gesetze kennt. Aber wie kann es sein, dass ihr in so einem Land lebt, wo ihr die Regeln nicht kennt? Das Zweite, was ist, und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, das ist euer System, euer Finanzsystem. Euer Finanzsystem funktioniert folgendermaßen. Wenn ich jemanden verletze, dann ist das positiv für das Land. Denn es gibt ein sogenanntes Bruttosozialprodukt. Das sind alle Dienstleistungen und alles, was dieses Land herbringt. Das wird akkumuliert, also zusammengefasst. Und das nennt sich dann, ne, das ist dann der Wert, den dieses Land produziert hat. Das heißt, wenn ich jemanden kaputt mache, wenn ich sein Haus kaputt mache, wenn ich jemanden schädige, dann ist das positiv, denn das Bruttosozialprodukt steigt. Wenn ihr aber anfangt, ehrenamtlich zu arbeiten oder wenn ihr euch gegenseitig kostenlos helft, wann passiert was mit eurem System? Dann ist das negativ, denn das Bruttosozialprodukt geht runter. In einem System, das gegen die Menschlichkeit ist, dass die Menschen nicht verstehen können. In diesem System lebt ihr. Und dieses System versuchen wir immer wieder aufrechtzuerhalten. Die Leute erklären mir Wahlen, Regierungen. Und dann frage ich, weil ich mich damit nicht so auskenne, ist einmal irgendeiner eurer Präsidenten, eurer Kanzler, eurer Minister, die vor der Wahl irgendwas versprochen haben, haben sie es irgendwann eingehalten, nachdem sie gewählt wurden? Wie könnt ihr dann erwarten, dass ein System, was auf Lügen basiert, dass es das nächste Mal besser wird? Es gab einen intelligenten Menschen auf dieser Erde, hieß Einstein. Er sagte mal so schön, wer immer wieder dasselbe macht und ein anderes Ergebnis erwartet, das ist die Definition von Irrsinn. Und das, was hier gemacht wird, ist Irrsinn. Wir wählen die CDU, weil wir denken, er wird besser. Die machen Blödsinn. Dann wählen wir die SPD, die macht auch Blödsinn. Was passiert dann? Dann wählt man wieder die CDU. Was soll denn das? Es ist immer wieder das Gleiche. Wer immer wieder dasselbe macht und ein anderes Ergebnis erwartet, das ist die Definition von Irrsinn. Und was ich sage, und was ich sagen möchte ist, lasst uns anfangen, nicht mehr auf diese Leute zu warten. Lasst uns anfangen, miteinander zusammenzuarbeiten. Lasst uns zusammen Gruppen formen, wo wir uns gegenseitig unterstützen. Nicht nur hier, sondern überall. Wir brauchen eine alternative Infrastruktur, wo wenn Leute nicht geimpft sind oder wenn Leute eine alternative Lebensweise haben, wo sie nicht ausgegrenzt und diskriminiert werden, wo diese Leute mit aufgefangen werden, wo wir uns tatsächlich schützen, wo wir wieder menschlich sind, weil wir aufeinander zugehen. Diese und andere Ideen sind nicht neu. Wir reden doch hier über Krieg. Und was hören wir ständig, immer wieder? Wir brauchen mehr Waffen, damit wir den Krieg stoppen. Wir brauchen mehr, wir müssen noch stärker, noch härter draufschlagen. Sanktionen, wir müssen die Leute fertig machen. Nur wenn ihr weltweit guckt, was bringen die Sachen, dann werdet ihr eine Sache sehen. Sanktion macht nur eine Sache. Sanktion macht die Menschen noch extremer. Warum? Weil sie kein Geld haben. Und weil sie sich organisieren, und zwar gegen das System und gegeneinander. Und was macht Waffen? Waffen töten. Waffen haben noch nie einen Krieg beseitigt. Waffen bringen Menschen um. Und Waffen bringen Opfer. Waffen. Es gibt im Krieg keine Gewinner. Es gibt im Krieg nur Opfer. Aber wisst ihr was? Es gibt was, was wir gegen Kriege machen können. Gandhi hat es gezeigt. Gandhi hat gezeigt, dass man ohne Gewalt einen Krieg, damals das Imperium, stoppen kann, indem man einfach nicht mehr mitmacht, indem man sagt, macht ihr, was ihr wollt. Wir werden das machen, was wir wollen. Wir halten zusammen. Wir sind nicht gegen die Menschlichkeit, aber wir halten zusammen. Und zwar als Menschen, miteinander, für die menschliche Würde. Es gibt noch ein paar mehr Situationen. Historie, bitte, ist nicht von mir erfunden. Der Erste Weltkrieg, könnt ihr auch gerne auch bei Wikipedia reingucken, wo politisch nicht immer alles korrekt steht. Aber Erster Weltkrieg, es wurde ein Weltkrieg pausiert. Wisst ihr wie? Indem sie angefangen haben, Weihnachtslieder zu singen. Ist kein Scherz.
Die haben den Weltkrieg pausiert, indem sie Weihnachtslieder gesungen haben. Also wenn mir irgendeiner erzählt, dass man für Krieg noch mehr Waffen braucht, dann sage ich falsch. Was wir brauchen, ist, dass Menschen ihre Waffen niederlegen. Denn nur so schaffen wir Frieden. Und dann fragen mich die Leute, also bist du für Putin? Sage ich nein. Ich kenne persönlich Putin nicht, warum sollte ich auf seiner Seite sein? Dann fragen die mich, dann erklär du mir bitte, für wen bist du, was möchtest du? Und dann sage ich, pass mal auf, dass Putin auf andere Menschen schießen lässt, ist falsch. Und das System, was ihm die Macht gibt, andere Menschen zu töten, da ist das System falsch. Und er sagt, also bist du gegen Putin? Sage ich, nee, ich bin noch nicht fertig. Was ist mit der NATO, frage ich ihn. Ein System, was der NATO die Macht gibt, ein großes Land so an die Wand zu drücken, dass es andere Menschen töten muss, da ist das System falsch. Und wenn wir schon dabei sind, mit der Ukraine ist es dasselbe. Die Ukrainer, die auf andere Ukrainer und auf andere Russen schießen und töten, da ist das System falsch. Wir hatten schon immer Dorftrottel, aber die hatten nicht die Macht, andere Menschen zu töten. Was bei uns falsch ist, ist das System. Wir brauchen kein System, wo wir Menschen töten. Wir brauchen ein System, was Frieden schafft und was Menschen wieder aufeinander zugehen lässt. Einen Krieg fängt man an, indem man die Menschen voneinander trennt. Das hatten wir in der Pandemie. Einen Krieg fängt man an, indem man die Menschen arm macht, überhöhte Energiepreise. Einen Krieg fängt man an, indem man Hass schürt gegen andere Länder und andere Menschen. Einen Krieg fängt man an, indem man nicht mehr die Wahrheit sagt und die Menschen spaltet. All das wurde heute gemacht. Und die Leute gucken nur zu und keinen interessiert. Warum? Weil die Propaganda funktioniert. Ich würde jedem mal raten, geht mal ins KZ. Dort sind Museen. Dort steht drinne, wie ein Krieg anfängt. Und wenn ihr euch das da anguckt, dann wird euch schlecht werden. Denn das ist dasselbe, was die Menschen heute machen. Sie hetzen Menschen gegeneinander auf. Das müssen wir aufhören. Aber nicht, indem wir Waffen kaufen, sondern indem wir aufeinander zugehen. Ich möchte, dass der Kanzler hier in diesem Land oder auch in anderen Ländern irgendwann hingeht und sagt, wir müssen in den Krieg. Und wir sagen, haben keine Zeit, wir machen Yoga, wir spielen, wir malen mit unseren Kindern. Wir haben keinen Bock auf diesen Blödsinn. Außerdem ganz nebenbei, ein Krieg kostet sehr viel CO2. Aber egal, ein anderes Thema. Was wir machen müssen ist, wir müssen lernen, wieder miteinander zu arbeiten. In Uganda habe ich gesehen, wie die Menschen sich gegenseitig unterstützen. Nicht nur bei kleinen Sachen, sondern insgesamt. Wir müssen wieder lernen, in Gruppen zu arbeiten. Und gerade hier, der östliche Teil Deutschlands, der müsste das kennen von früher. Wir müssen wieder genauso zusammenhalten, denn nur so schaffen wir das. Lass uns eine Infrastruktur aufbauen, wo wir die Menschen auffangen. Und das und mehr kann ich euch später noch erklären. Ich werde nach der Demo, wer Lust hat, noch mit euch reden und euch ein paar Ideen geben. Aber darum geht es hier nicht auf der Demo. Auf dieser Demo geht es darum, dass wir den Menschen wieder zeigen, dass wir zueinander stehen, dass wir für uns kämpfen, für die anderen, die nicht dabei sind und vor allen Dingen für die Zukunft unserer Kinder. Denn das ist eines der wichtigsten Sachen auf dieser Welt. Und eine letzte Sache für euch und für alle anderen. Noch schlimmer als dieser Krieg, von dem ich euch erzähle, ist die Gier nach Macht. Und das ist der Step, der höchstwahrscheinlich nach dem Krieg passieren wird. Das ist die Digitalisierung, die absolute Macht über jeden Menschen. Diese Überwachung, und sie hat sich eingeschlichen während der Pandemie. Die Gesetze haben sich geändert, darüber wurde wenig berichtet oder nur in alternativen Medien. Achtet mal darauf, die Überwachung ist so krass geworden, dass sie mit euch alles machen können. Kommt als nächstes das digitale Geld, könnt ihr euch kaum noch verstecken. Es gibt eine Ausnahme, wenn ihr eine andere Infrastruktur habt und wenn ihr es schafft, selber
es so zu machen, dass ihr an Essen kommt ohne Geld. Wenn ihr miteinander zusammenarbeitet und wenn ihr zusammenhaltet. Denn bisher in der Geschichte dieser Erde haben es die Menschen immer geschafft, wenn die angefangen haben zusammenzuhalten. Aus diesem Grund, lasst uns alle aufstehen, lasst uns alle zusammen Frieden schaffen. Denn Frieden und Freiheit schaffen wir nur, wenn wir alle zusammenhalten. Aus diesem Grund, lasst uns alle zusammenhalten und Frieden schaffen und lasst es uns in Liebe tun. Denn das ist für mich alternativlos. Vielen Dank. Danke sehr. So, wir sind noch nicht ganz zu Ende, aber fast. Und zwar gucke ich mir da jetzt jemanden raus. Da rennt einer in Sonnenbrille rum, total, als wenn er nicht dazugehört. Sie da mit der Sonnenbrille, kommen Sie mal her. Kommen Sie mal her. Sie rennen hier mit einer Mappe rum. Sind Sie von der Presse oder was machen Sie hier? Was, Sie machen Meinungsumfragen? Na, da kommen Sie mal ran. Da fragen Sie mich mal nach meiner Meinung. Deine Meinung zu allem. Meine Meinung ist, wenn wir es nicht schaffen, dieses Land umzukrempeln, dann haben unsere Kinder keine Zukunft. Denn ich möchte dieses Land wieder zu diesem Glanz verhelfen, was wir einst hatten. Ja. Also Leute gibt's, ne? In diesem Deutschland das Beste, was es jemals gegeben hat. Ich begrüße euch hier und ich wollte eigentlich nach der Rede von Superman, kann man eigentlich überhaupt nichts mehr sagen. Er hat eigentlich so viele Themen angesprochen und er hat die Lösung für alles. Ich wollte nur noch auf zwei Dinge abstellen, was mir wichtig ist. Das eine ist Interessenausgleich. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Landwirte sehe, die wegen Agrardiesel auf der Straße sind, die wollen ihre Existenz retten, also ihre Interessen wahren und den anderen ist es gleich. Das ist die heutige Auslegung von Interessenausgleich. Das heißt, Hauptsache wir sparen CO2 oder was auch immer, wie viele Existenzen dafür über die Wupper gehen, interessiert niemanden. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, egal in welchem Konflikt, ob das Gaza ist, die einen träumen von Groß-Israel, die anderen wollen von Bergen bis zum Meer nur Palästinenser haben. Also warum kann man nicht einen Interessenausgleich finden? Das ist die Grundlage des menschlichen Zusammenlebens. Das ist mir unverständlich, dass wir inzwischen eine Kultur erleben, in dem nicht mehr miteinander geredet wird, in dem es sogar verpönt ist, irgendeinen anderen zu verstehen. Also egal welcher Versteher man ist gleichzeitig damit abgestraft. Man ist disqualifiziert, wenn man Putin-Versteher oder USA-Versteher oder EU-Versteher oder Klimaleugner-Versteher ist, was auch immer. Man ist disqualifiziert und man hat das Gefühl, aus dieser Gesellschaft ausgestoßen zu werden. Und das ist nicht in Ordnung und das ist mit Sicherheit der Weg, der vor die Wand fährt. Eine Demokratie, wie wir sie hatten, wir sind schon so weit, dass es Leute gibt, die sagen dann ganz offen ins Mikrofon, wir müssen leider die Demokratie durch Totalitarismus retten. Dabei existiert eine Demokratie nur durch Auseinandersetzen mit der Meinung des anderen. Sowas ist nicht mehr gegeben. Heute heißt es, die Meinung darf nicht mehr hinterfragt werden. Statt Freiheit heißt es, jawohl, wunderbar, das haben wir früher bei der Armee gelernt. Fresse halten und parieren. So kann man in den Krieg ziehen. Was mich auch erschüttert ist, dieses viele Gerede von kriegstüchtig oder die Beklagerei von Kriegsmüdigkeit. Wo sind wir inzwischen angelangt, dass wir von einer Kriegswirtschaft hören, von der EU, von Herrn Lauterbach, von der Politik, von Frau Herrmann, von der Taz, die berichtet, wir brauchen grüne Schrumpfung. Und Kriegswirtschaft wird alles richten. Wo sind wir inzwischen, dass wir nicht aufschrecken und sagen, Schluss, nicht mit uns. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass ich das noch mal erleben müsste.
dass irgendein aktueller Politiker sagt, der Staat macht keine Fehler. Ich kenne das von, die Partei hat immer recht. Ja? Wo sind wir inzwischen? Der Staat macht keine Fehler, er macht serienweise Fehler, aber ich möchte nicht delegitimieren, das macht er ja selber. Zum Beispiel, wir reden von Fachkräfteeinwanderung. Habt ihr schon mal gehört, dass irgendwo in Zentralafrika, in Südamerika oder in Südostasien die Länder darunter leiden, dass sie zu viele Fachkräfte haben? Also mir ist da noch nichts bekannt geworden. Die wollen wir haben. Angeblich wollen wir die haben. Aber was passiert eigentlich mit den Ländern, die sie ausgebildet haben? Warum sind wir als eines der reichsten Länder der Welt, Anführungsstriche, warum sind wir nicht in der Lage, eine Politik zu machen, die die Leute mehr Kinder kriegen lässt, indem sie auch Beruf und Familie vereinbaren können, indem sie nicht nur das Recht auf einen Kita-Platz haben, sondern dass es auch wirklich Kita-Plätze gibt. Dass zum Beispiel, selbst die popelige kleine DDR hat es fertiggebracht, für junge Familien ein Darlehen zu eröffnen. Und je mehr Kinder man bekommen hat, umso mehr wurde von dem Darlehen erlassen. Es gibt Mittel und Wege, Menschen zu animieren, sich zu vermehren. Und das sind nicht nur romantische Filme. Das sind auch die politischen Gegebenheiten. Und da muss ich wirklich sagen, also da gibt es so viel, wo man anfangen könnte, mit den Verantwortlichen konstruktiv zu reden, wenn sie überhaupt die Lust hätten. Ich vermisse, dass überhaupt noch jemand Lust hat, mit dem Souverän, mit dem Bürger zu reden. Und solange wie das nicht passiert, kann ich nur sagen, ich will hier raus! Ich hoffe, ihr habt mich richtig verstanden. Aber wer nimmt uns jetzt noch? Ich danke euch sehr für eure Geduld und unter Opfer von Gesundheit habt ihr hier in der Hitze ausgehalten auf dem Marktplatz. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und vergesst nie, wir sind alle Menschheitsfamilie. In der Not hilft uns kein Geld, was abgeschafft wird, keine digitale Währung, kein Cash. In der Not hilft uns, wer gegenüber steht und uns eine Tomate gibt oder eine Kartoffel oder hilft, wenn wir umgefallen sind, wieder aufzustehen. Das ist die harte Währung. Mitmenschlichkeit. Come on.